Hier ist wieder der Test Michel von YouTube und heute stelle ich euch mal ein Tricky Golf Spiel vor. Da wünsche ich jetzt mal viel Spaß mit dem Video. Das Tommy Tricky Golf könntet ihr zum Beispiel auf Amazon bestellen, kostet rund 22 Euro, wird aber auch manchmal dann für die Hälfte gebraucht angeboten. Einfach mal vergleichen. Wer nach dem Video sich das Spiel nochmal angucken möchte, der Link dazu steht dann im Textfeld unter dem Video. Ja, und so wird das Spiel geliefert. So schaut dann die Verpackung aus. Und dann wollen wir das mal auspacken. So. Zack. Was haben wir hier Schönes? Pappe weg. So. Das war drin gewesen. Und das muss ich jetzt nochmal auspacken. Ja, jetzt haben wir hier einmal das Spielfeld. Mitgeliefert wurden zwei Kugeln. Plus so eine Art Gesicht. Erinnert mich an Pie Face. Kennt ihr bestimmt, das steckt man einfach hier rein. Da muss man die Kugel nachher versuchen, da durchzuschießen. Es gibt eine Bedienungsanleitung in mehreren Sprachen und noch eine Uhr. Das wäre diese hier, die kommt dann hier hinten rein. Dann spielen wir mal eine Runde. Und zwar hier ist ja so eine Bedienungsanleitung, Spielanleitung. Und da wird dann ganz genau erklärt, wie man was zu machen hat. Zum Beispiel bei der Position 1. Drücke Knopf 1, um die Kugel über den kippeligen Weg zu schaukeln. Am Ende des Weges musst du den Knopf vorsichtig runterdrücken, um die Kugel auf der Endplattform zu platzieren. Das wäre jetzt der Bereich hier. Die Kugel wird dann hier unten hingelegt. Das ist der Start. Und hier habt ihr den Knopf. Und mittels diesen kann man dann diesen wippeligen Weg bewegen. Und ganz am Schluss muss man den Knopf dann so weit runterdrücken, dass er die Kugel gerade so hier vorne drauf schiebt, dass er aber auch nicht runterfällt oder wieder zurück kann. Und das ist gar nicht mal so einfach. Und das machen wir jetzt mal. Versuche ich das mal. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Ja, passt. So, juhu, geschafft. Und jetzt muss man die so langsam runterdrücken, dass die auf die Plattform gehoben wird. Ah, aber nicht hinten runterfällt und auch nicht mehr zurück. Punkt. Das habe ich damit gemeint jetzt. So, nochmal. Genau. So ist es jetzt richtig. So, jetzt haben wir hier noch einen schwingenden Kran. Das ist der hier. Der hat einen Magneten hier vorne dran. Und jetzt muss man versuchen, wenn wir den jetzt gleich hier rüber drehen, die Kugel zu erfassen. Und dann wieder hier in diese Position die Kugel zu bewegen. Hier ist das Drehrad. Und zwar links rüber geht der Kran nach rechts. Und wenn er nach rechts macht, geht er wieder nach links. Ja, dann bewege ich jetzt mal den Kran. Da kommt er. So, und einmal zack, die Kugel gefasst mittels des Magneten. Dann drehen wir das hier rüber. So, und jetzt müssen wir die Kugel auf diese beiden Parallelschienen drauf werfen. Ja, hier nochmal die beiden Parallelschienen. Die müssen, bevor ihr anfangt zu spielen, parallel sein. Also so wäre falsch, weil dann rollt die Kugel gleich direkt nach vorne. Moment, so. Und jetzt muss man versuchen, mittels des kleinen Hebels hier, die erst ein bisschen auseinander zu machen, damit die Kugel nach vorne kommt, aber dann wieder schnell zusammen, weil sonst fällt es nämlich da rein. Das probieren wir jetzt mal aus. Ja, ich zeige das mal gerade. Falsch wäre es, wenn ihr das jetzt so macht, weil zack, dann fällt die Kugel rein, weil die Schienen zu weit auseinander sind. So, ihr müsst die wieder rechtzeitig dann zusammen machen. Das sieht dann so aus. Die Kugel befindet sich jetzt auf diesem Tischlabyrinth. Man muss jetzt versuchen, mittels des Hebels hier, dieses so zu bewegen, dass die Kugel dann manövriert wird und zwar hier rausfällt. Hier wäre doof, weil dann müsst ihr wieder von vorne anfangen. Das ist gar nicht mal so einfach. Moment, wo muss ich jetzt? Juhu, geschafft! So, jetzt haben wir hier diese vertikalen Reifen, werden sie genannt. Hier hat man so einen Knopf. Ihr seht schon, das Ganze bewegt sich. Und wenn man jetzt hier drauf drückt, dann muss man versuchen, dass die Kugel hier so rüberspringt und dann her durch den Kopf vom Pie Face. Dann probieren wir das doch mal.
Eins. Ach, verdammt. So, nochmal. Eins, zwei, drei. Oh, das wird nämlich jetzt schwer. Ah, geschafft. Juhu. Ja, jetzt haben wir wieder ein Labyrinth. Und zwar ein dunkles Labyrinth. Das wäre das hier. Und da gibt es auch wieder einen Hebel. Seht ihr hier. Und mit dem kann man dann, genau wie bei dem eben, dieses dann bewegen. Und man muss die Kugel jetzt hier so da durch manövrieren. Und dann kommt die nachher da unten raus. So, dann wollen wir mal. So, jetzt muss ich. So, so, so. So. Und da kommt es schon. Und jetzt muss man versuchen, die Kugel genau hier in dieses kleine Löschelchen reinzuheben. Zack, jo, perfekt. Ja, jetzt benutzen wir wieder unseren Drehhebel hier. Und ihr seht, die Kugel wird jetzt hier rüber transportiert. Und zwar zu dem Katapult. Da muss man ein bisschen mit Schmackes machen, weil sonst stößt sie hier vorne dran und bewegt sich nicht. Kugel kommt geflogen. Zack. Und jetzt ist sie drin. Jetzt sind wir auch schon bei der letzten Station angelangt. Und zwar muss man jetzt versuchen, mittels des Katapults die Kugel hier reinzuschmeißen. Hier ist eine Glocke. Und hier habt ihr dafür diesen Knopf. Und das ist gar nicht mal so einfach. So. Nochmal. Juhu. Ja, jetzt habe ich euch das Tricky Golf Spiel auch mal kurz vorgestellt. Nochmal was zu der Uhr. Man soll das Spiel oder kann das Spiel mit dieser Uhr hier spielen. Die könnt ihr einmal hier so einstellen. Und dann habt ihr hier eine Start- und eine Stopptaste. So. Habe ich eben aber nicht gemacht, weil A, super nervig, dieses und in der Zeit, ich denke mal, das ist eine Minute, schafft man das eigentlich nicht, die Kugel komplett über die Bahn zu steuern. Und ich würde es auch so machen, wenn mal die Kugel runterfallen sollte, entweder jetzt hier oder hier, dann würde ich nicht von vorne anfangen, sondern einfach die Kugel dann wieder da oder da oder hier oder da hinlegen und dann von vorne versuchen. Man kann das Ganze ja mit einer normalen Stoppuhr dann abstoppen. Also das ist vom Spielspaß her viel, viel besser. Ja, abschließend lässt sich sagen, tolles Spiel. Hat mir mal einer empfohlen, letztes Mal auf YouTube in einem Kommentar. Habe ich mir angeguckt und das Schöne war halt, das gibt's als Warehouse-Deals super günstig zu kaufen. So für, was habe ich bezahlt? Ich glaube nur 11 Euro. Und ihr seht, da ist ja nichts dran an dem Spiel. Wurde einmal zurückgeschickt, vielleicht die Verpackung ein bisschen kaputt. Und da habt ihr fast die Hälfte gespart. Also schon sehr, sehr genial. Kann ich nur empfehlen. Nettes Spiel für Kinder oder für Erwachsene. Und wollte ich euch mal vorgestellt haben. Das geht jetzt wieder zum Kinderheim. Ich sammle immer so ein bisschen die Sachen. Und wenn ich dann so mein Auto voll habe, dann bringe ich die weg für Leute, die die besser gebrauchen können, wie ich. Ja, das ist wieder der Testmittel von YouTube. Und dann sage ich mal tschüss, bis zum nächsten Video.